Mögliche negative Glaubenssätze zum Thema Geld. Also da gibt es ganz, 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 ganz viele und vielleicht auch unterbewusste, was man halt einfach so gelernt hat, wie man aufgewachsen ist und so weiter. Einfach mal ein paar Beispiele, damit einem vielleicht klar wird, was man so denkt. Also, zum Beispiel, bei Geld hört die Freundschaft auf. Geld ist nicht wichtig. Reiche Menschen mag niemand. Stinkreich ist auch negativ behaftet, finde ich, der Begriff stinkreich. Auch der Punkt, Geld ist nicht wichtig. Geld ist nicht wichtig, aber nur dann, wenn genügend Geld da ist. Sonst ist Geld schon wichtig. Und bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich glaube nicht, dass eine Freundschaft zerstört wird, wenn einer Geld hat und der andere nicht. Weil man ist ja mit der Person befreundet, wenn es eine wirklich echte und wahre Freundschaft ist. Und wenn es nicht so ist, dann war es ja auch nie eine Freundschaft und dann hört die auch nicht auf, weil die hat es in Wahrheit nie gegeben. Und reiche Menschen mag niemand. Glaube ich auch nicht. Also wenn du dir jetzt mal überlegst, wen kennst du denn, der viel Geld hat oder der Geld im Überfluss hat, der ausreichend Geld hat? Kennst du bestimmt auch Menschen. Und magst du die oder magst du die nicht? Also ich bin mir sicher, du kennst Menschen, die du gerne magst, die genug und ausreichend Geld zur Verfügung haben. In unserer Gesellschaft ist es einfach extrem verankert auch, dass über Geld reden negativ ist. Wenn man sagt dann vielleicht nicht gern, was man verdient oder das fragt man nicht oder ja, und warum? Also Geld ist ja nichts Negatives. Warum darf man über Geld nicht sprechen? Und was willst du glauben? Das ist immer so das Wichtigste. Was willst du glauben? Du musst nicht das glauben, was du immer schon irgendwie eingepflanzt bekommen hast. Du kannst es einfach umswitchen. Du kannst negative Glaubenssätze aus deinem Kopf streichen und nicht dein Leben bestimmen lassen. Wichtig ist, dass man halt jetzt erstmal drauf kommt, was denkt man denn so über Geld? Also kannst du dir ruhig eine Liste schreiben und ja, oder reiche Menschen sind nicht glücklich. Die haben keine Freunde. Ja, wer sagt denn das? Ist es wahr überhaupt? Und willst du das auch glauben? Also ich glaube das nicht. Das wird einem schon wirklich so, ich habe mir dann mal so Gedanken gemacht, auch über Filme, die man guckt, schon so eingeimpft, unterbewusst. Zum Beispiel die böse Schwiegermutter. Also die Bösen haben immer Geld. Kennt man ja auch diese Märchenfilme oder die Märchenbücher. Es ist echt spannend zu sehen, dass ich habe jetzt gleich die Bilder im Kopf von der bösen Schwiegermutter. Die haben ja immer so schwarze Kleider auch an, meistens schwarze Haare. Die haben aber immer viel Geld, sind immer reich. Und das sind aber immer die Bösen in den Filmen und Märchen. Oder der Robin Hood-Film auch. Der Robin Hood holt das Geld von den Reichen. Für die Armen und so weiter. Also da gibt es so viel, was einem so unterbewusst dann im Kopf abläuft und was man halt einfach so mitbekommen hat sein Leben lang. Wenn du nur das Nötigste haben willst, dann kommst du nicht in die Fülle. Also wenn du zum Beispiel immer sagst, ja, es wird mir jetzt schon reichen, wenn ich jetzt 50 € im Monat mehr habe, dann kommt man nicht in die Fülle. Ich hätte gern etwas mehr als jetzt da ist. Ich muss aber nicht reich sein. Da ist man schon wieder auch im negativen Glaubenssatz. Warum nicht? Warum musst du nicht reich sein? Also ich will mega reich sein. Und was sendest du für eine Energie dann an das Universum aus, wenn du auch diesen Satz zum Beispiel denkst, ich hätte gern etwas mehr, als jetzt da ist. Ich muss aber nicht reich sein. Da bist du doch schon wieder im Mangeldenken. Ich hätte gern ein bisschen mehr, aber ich muss nicht reich sein. Ja, da wird auch jetzt kein Geld zu dir kommen. Was für eine Energie sendest du denn dann aus?
Wie soll das Universum da in die Energie kommen, wenn du schon sagst, ich muss aber nicht reich sein? Ja, wenn du eh nicht reich sein musst, dann halt nicht. Und auch schwierig, was ist denn etwas mehr? Also, ich möchte gern ein bisschen mehr haben. Ja, was ist ein bisschen mehr? Ist das jetzt 1 Cent am Tag? Das wäre ja schon mehr. Oder ich weiß nicht, ist es 1 Euro am Tag mehr? Möchtest du Reichtum haben und ab wann ist man denn reich? Also die Fragen kann man sich ruhig mal stellen. Und ich glaube, Geld ist Energie und Geld ist einfach auch ein cooles Tauschmittel. Und ich will immer wissen, dass ich reich bin. Also ist mir ganz, ganz wichtig und auch in der Ist-Form. Und ja, ab wann ist man reich? Das ist ja auch so eine Definitionssache. Ist jemand reich, wenn er 5.000 Euro im Monat verdient? Oder ist jemand reich, wenn er 1 Million Euro im Monat verdient? Ab wann ist man reich? Diese Frage, die kann man sich auch mal stellen. Und einfach mal die Mission angehen, sich mit Geld anzufreunden. Das hatte ich ja auch schon in einem anderen Video, dass ich mir zum Beispiel schon ein teures Kleidungsstück kaufe, das ich dann anziehe, wenn ich diese Karrierestufe geschafft habe und eine Ehrung habe, zum Beispiel. Oder auch einfach mal in ein teures Café gehen, da mal einen Kaffee trinken. Also den kann sich wirklich jeder leisten. Und dann nicht sagen, ja, ich möchte jetzt aber keine 8 Euro ausgeben für einen Kaffee. Das ist mir zu teuer. Da bin ich wieder im negativen Mindset. Also ruhig mal in diese Energie gehen, in dieses Café, wo der Kaffee dann halt 8 Euro kostet. Und das auch spüren, diese Energie. Oder auch mal in einen teuren Laden reingehen. Ich weiß, hört sich jetzt komisch an, aber einfach mal reingehen und mal durchstöbern. Was gibt es da für Kleidung? Wie fühlt sich das an in diesem Laden? Und da hilft vielleicht extrem, dass man sich dann denkt, die Verkäufer, die da arbeiten, die verdienen wahrscheinlich genau das Gleiche, was du jetzt verdienst oder vielleicht sogar weniger. Und die sind auch ganz normale Menschen. Und das sind die Verkäufer, die da arbeiten. Das sind nicht die Besitzer von diesem Ladengeschäft. Also das hilft dir vielleicht, dass du da mal reingehst und sagst, ich fühle jetzt mal diese Handtasche, wenn du halt unbedingt so eine Handtasche willst. Ich greife die mal an und spüre das mal. Und geh mal in diese Energie rein. Einfach mal stöbern gehen. Oder auch einfach mal in ein Fünf-Sterne-Hotel reinspazieren und da was essen gehen. Oder auch nur einen Kuchen essen. Aber einfach mal diese Energie spüren. In einem Fünf-Sterne-Hotel, wenn man da schon in die Lobby reingeht. Das ist schon immer ganz schön und toll. Ich finde es einfach eine super Energie. Ich liebe auch einfach diese Schönheit und Ästhetik. Und einfach dieses Gefühl auch mal umsetzen und das auch spüren, damit du in diese Frequenz kommst. Einfach in das Gefühl von Reichtum gehen, tatsächlich. Und ob du zu H&M gehst, Entschuldigung, Achtung, Werbung, oder zu Yves Saint Laurent oder zu Gucci, du darfst dich überall gleich fühlen. Das sind Ladengeschäfte, die bieten Ware an. Und du kannst, wenn du willst, dein Geld da tauschen gegen die Ware, Geld ist ein Tauschmittel, oder nicht. Aber stöbern und schauen darfst du in jedem dieser Ladengeschäfte. Und du brauchst dich nicht klein fühlen. Entscheide, dass du dich nicht klein fühlst. Ich weiß, es ist echt schwierig am Anfang oder auch ja, lange Zeit schwierig. Entscheide vorher, dass du dich jetzt nicht klein fühlst, wenn du in dieses Fünf-Sterne-Hotel gehst, einen Kaffee trinken oder wenn du mal zu Yves Saint Laurent gehst, eine Tasche anschauen in dem Ladengeschäft. Entscheide, dass du dich nicht klein fühlst vorher. Weil Kaffee trinken in dem Fünf-Sterne-Restaurant darf jeder, der diesen Kaffee bezahlt. Also, da kannst du in der Jogginghose hingehen. Wenn du diese 8 Euro für den Kaffee da bezahlst, darfst du da einen Kaffee trinken. Fertig aus. Da brauchst du dich nicht klein fühlen. Und das kann man auch entscheiden. Und es darf auch jeder zu Gucci oder sonst wohin gehen und da mal ein Kleid probieren. Weil, wenn du möchtest, wenn du wollen würdest,
könntest du dir dieses Kleid kaufen. Du willst halt jetzt vielleicht gerade nicht, aber du könntest und du darfst in diese Energie gehen. Entscheide dich, dich nicht klein zu fühlen. Du darfst dich mit Reichtum anfreunden. Es hört sich jetzt lustig an, aber es ist wirklich so. Ganz viele Leute haben ein Problem mit Geld und Reichtum, weil die dann immer denken, ah, das schaffe ich nie, ich bin zu klein, ich bin nicht gut genug, da habe ich ein schlechtes Gewissen, ich will gar nicht so sein, ich möchte jetzt gar nicht so overdressed einen Kaffee trinken gehen. Ja, aber wie soll denn dann Geld und Reichtum zu dir kommen? Geld und auch reiche Menschen beißen nicht. Und es geht einfach darum, dass du selber Reichtum nicht mehr ablehnst. Auch unterbewusst nicht. Dass du wirklich einfach auch weißt, was du nicht kennst, das kannst du gar nicht beurteilen. Und wenn du nicht weißt, wie es in einem Louis Vuitton-Laden ist, dann kannst du auch nicht beurteilen, wie es da drinnen ist und kannst es ja nicht vorher schon ablehnen. Vielleicht ist es mega cool in dem Louis Vuitton-Laden. Vielleicht sind Verkäufer super nett und auch du kommst vielleicht auch ins Gespräch mit jemandem, die sind super nett. Vielleicht lernst du da Freunde kennen, wer weiß. Und einfach nicht vorher in deinem Kopf das beurteilen. Also ich glaube, da ist jetzt auch einiges zum Nachdenken, auch warum man vielleicht ein Problem hat in ein super teures Kaffee zu gehen und sich da einen Kaffee zu leisten. Oder auch, warum man sich nicht traut, in den Louis Vuitton-Laden reinzugehen. Ja, vielleicht hast du auch so verschiedene Ängste natürlich, dass du eben nicht gut genug bist, dass du da nichts verloren hast. Also freunde dich unbedingt mit Reichtum an und verinnerliche das auch ein Stück weit, indem du solche Sachen mal machst zwischendurch, dass da ganz normale Menschen sind, dass es da nette Menschen gibt, nicht so nette Menschen gibt, wie in allen, ja, wie sage ich da jetzt, egal was jemand verdient, es gibt in jeder Kategorie, sage ich jetzt mal, Verdienkategorie, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, gibt es nette und nicht so nette Menschen. Gibt es sympathische Menschen und unsympathische Menschen. Das hat nichts damit zu tun, wie viel jemand verdient. Und man kann das auch mal so beobachten. Ich gebe zum Beispiel immer super viel Trinkgeld. Immer schon. Also früher, als ich noch nicht so in der Fülle war mit dem Geldthema und auch jetzt, wo ich in der Fülle bin, ich gebe einfach immer Trinkgeld. Und wenn man es so beobachtet, wenn du in so einem Café sitzt oder in so einem Fünf-Sterne-Hotel und du beobachtest die anderen Menschen, die sind ja in Wahrheit alle nett. Vielleicht gibt es da auch mal eine Ausnahme, dass jemand nicht so sympathisch ist, aber in Wahrheit sind die alle nett, die sind alle super freundlich zu den Kellnern, die geben alle viel Trinkgeld, die sind alle höflich, da stänkert keiner rum oder ist blöd zu dem Kellner. Das kann man wirklich mal beobachten, weil vielleicht denkst du ja in deinem Kopf, weil du es in irgendeinem Fernsehfilm oder so gesehen hast, der hat jetzt viel Geld und der macht jetzt den Kellner nieder und der macht den Kellner klein. Stimmt einfach nicht. Du kannst auch mal einfach mit Kellnern oder Barkeepern reden, die in solchen Hotels, oder Restaurants arbeiten, ob die reichen Menschen, die sie bedienen, freundlich sind oder nicht freundlich sind. Also ändere einfach mal deine eigenen Beurteilungen, die du im Kopf hast. Und lerne auch, dass Reichtum nichts Schlechtes ist, wenn du das denkst. Und ja, lerne einfach, dass du selber Reichtum oder viel Geld nicht mehr ablehnst, bewusst oder unbewusst. Genau, ich hoffe, es war so der eine oder andere Gedankenansatz in dem Video dabei und ja, wünsche dir einen schönen Tag.